Okay, wir sind wieder hier. War ja nicht so wild, hier wieder herzulaufen. Gut, ab durch das Dimensionstor. Wir sollen Brandon Lan heilen. Okay, erstmal finden. Aber hier sind wieder so schön viele Gegner. Das ist gut. Alle mitkommen. Alle mitkommen. So ist gut. Und erstmal schön mitten ins Gesicht. Schade, dass die Fernkämpfer nicht auch mal alle dabei stehen. Mitkommen. Na komm. Und hier ist ein Fernkämpfer. So. So ist gut. So ist schön. Ach, da hinten den einzelnen haue ich dann später um. Jetzt nämlich. Und ich denke mal, Brandon Lan wird an der Stelle liegen, wo sonst immer entweder ein weiteres Tor ist oder eine Truhe oder was auch immer. Die Möglichkeit, das Ding hier zu sprengen, hatten wir auch schon. Einmal schön mitkommen. Okay, da ist er. Und er scheint am Leben zu sein. Das ist doch gut. Das ist doch schön. Und vor allen Dingen nicht unbedingt erwartet. Bewegt sich noch. Wir kriegen schön viel Erfahrung. Gut. Brandon, altes Haus. Wie geht's dir? Hey, das ist endlich mal einer, der ein Schwert benutzt. Beziehungsweise eigentlich so ein Feuerhaken. Ein Flammeneinzelschwert. Hier, erste Hilfekasten. Nee, ich würde den eigentlich hier verwenden. Ich will ihm nicht den Kopf abschlagen. Naja, töten wir erstmal alles, was hier noch so kreucht und fleucht. Ist ja nicht mehr so viel. Und da hinten noch der hier. Okay, und die da kann ich hoffentlich außer Acht lassen. Heile Bündnerin. Heilung. Benutzt dieses Objekt. Ah, nee, ich glaube, ich darf nicht unterbrochen werden. Also wird er hier auch noch das zeitliche Signal und jetzt Heilung. Haha. Heilung erfolgreich und er rennt gleich weiter und will wieder aufs Maul kriegen anscheinend. Okay, Brandon, lauf nicht weg. Wir sollen dich in Sicherheit bringen. Naja. Oh. Naja, du hast eine gute Chance, Gegner anzuzünden. Das ist schön. Dass du nicht mit uns sprichst, finde ich zwar ein bisschen doof. Sogar ein Feuerschild hat er. Naja, mitkommen. Mitkommen, 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 mitkommen. Mit hier hoch, ja. Nein, du setzt es. Ach, töten wir noch den Gegner. Und tot. Nein, oh. Brandon. Ich gehe einfach durch. Hoffentlich kommt er nach. Okay, wir haben Brandon Lan. Sollen ihn in Sicherheit bringen. Sicherheit, würde ich sagen, ist dann wieder die Station, wo wir schon waren. Würde ich einfach mal so behaupten. Brandon. Oh, und noch ein seltener Schmerzegel. Hey, wir haben schon eine richtig coole Gruppe zusammen. Hier, Zunderbolzen. Das ist das Ding, was er gerade benutzt. Nehmen wir mal mit. Den ganzen Schrott hier auseinanderbauen. Den wir hier noch so gefunden haben. Okay. So. Okay. Gut. Ja, die paar Gegner dürften eigentlich egal sein. Wir wollen hier lang, glaube ich. Zur Basis der Templer. Und Brandon. Okay, ja, Aeron hat Teleportfähigkeiten. Und da hinten kommt unser Freund hier angeschlichen. Komm her. Wir haben alle Teleportfähigkeiten. Hallo, du bist, ich würde sagen, in Sicherheit. Wenn du da durchgehst. Irgendwie checke ich nicht ganz, was ich machen soll. Ich schau mal nach. Bring Wendland in Sicherheit. Fragezeichen. Er lebt.
Großartig, bring Len so schnell wie möglich zur Basis der Tempel. Benutze das nahegelegene Portal. Es ist deine einzige Chance, der beste Weg, dich bei Maxim beliebt zu machen. Okay, Basis der Templer. Ja, ich hab dich und gehe jetzt hier rein. Ich hoffe, er folgt mir. Oh, cool, gut. Hat geklappt. Wir sollen jetzt mit Seneschal Maxim reden. Na, dann machen wir das mal. So, hier ist cool. Hier ist so richtig cool. Nemo! Hey, wir haben Nemo gefunden! Nee, das war das andere Spiel. Okay, gut. Noch ein Heiler? Ja, den mag ich nicht. Burnland, Iron Altair. Reden wir mal. Gehorsam ist unbedingt notwendig. Keine Armee, und die Templer sind inzwischen eine Armee, kann ohne klare Befehle und eine etablierte Befehlskette funktionieren. Was Seneschal Maxim sagt, das tun wir also. Lord Afon mag vielleicht Gründe haben, die Taten seines Vorgesetzten in Frage zu stellen, aber er hat kein Recht, dies öffentlich zu tun. Okay, ein Soldat also. Ich behaupte nicht, dass ich den Streit zwischen Lord Afon und Seneschal Maxim verstehe. Er ist unwichtig. Unser Ehrenkodex verlangt, dass wir ihm unserem rechtmäßigen Herrn dienen. Also diene ich ihm. Lebt wohl! Auch ein Soldat. Maxim. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Len lebt, oder? Umso besser. Die Geschichte seiner Rettung muss aufregend sein. Er hat von dir gesprochen, Wisselle. Ich wusste nicht, dass die Bewunderung auf Gegenseitigkeit beruht. Deine Hingabe gefällt mir. Würdest du mir dieselbe Ehrerbietung erweisen? Nun? Du musst wissen, dass es für treue Ritter stets einen Platz in meinen Reihen gibt. Und Treue wird schon bald in unermesslichen Ruhm münden. Hast du den Mut, die Chance zu ergreifen? Bald. Sehr bald wird dieses unheilige Tor fallen. Es ist fast soweit. Komm, genieße meine Zuflucht. Die Basis der Templer ist nicht ohne Annehmlichkeiten. Ich habe noch viel zu tun, werde dich aber bald brauchen. Du darfst jetzt gehen.